Überrascht von Freude. Eine Frage der Perspektive. Diejenigen, die die Vorschau zum heutigen Abend gesehen haben, die wissen schon, dass der Titel von C.S. Lewis stammt. Seine Autobiografie, in der er seinen Weg zum Glauben beschreibt, trägt eben diesen Titel, Überrascht von Freude. Als früherer Atheist kommt er immer mehr dazu, seine Sicht der Dinge ändern zu müssen. Er tut das, wie er selbst schreibt, widerwillig, aber, und deshalb ist er ein großes Vorbild für Redlichkeit, er ist bereit, seiner Erkenntnis nachzufolgen. Wir machen das ja häufig andersrum. Wir haben eine Meinung, an der wir unbedingt festhalten wollen und dann schwätzen wir uns, dass drumherum eben passt. C.S. Lewis hat das nicht getan. Er hat sich überzeugen lassen und wurde dieser Überzeugung gehorsam. Das Ergebnis war Freude. Er hatte sich vor dieser Wahrheit gefürchtet, aber er hat sich nicht mehr dagegen gewehrt, als er davon überzeugt war. Und das Ergebnis war schiere Freude, überrascht von Freude. Uns Christen ist Freude verheißen. Wir sind sogar zur Freude aufgefordert. Wir haben nämlich allen Grund dazu. Und trotzdem sehen wir sie oft nicht. Der Grund dafür ist, dass es so viele Dinge gibt, die unseren Blick auf sich ziehen. Es gibt immer dominante Themen, Ereignisse, Gedanken, die uns die Sicht auf die Freude verstellen. Und deshalb müssen wir eine andere Perspektive wählen, um einen Blick auf die Freude zu bekommen. In unserem Fall wählen wir die Perspektive des Jakobusbriefs, beziehungsweise der Jakobusbrief selbst konfrontiert uns immer wieder mit Perspektivwechseln, beziehungsweise er lenkt immer wieder den Blick auf falsche Perspektiven. Die falsche Perspektive auf Glaube, von Glauben und Werken, auf Taten und Worte, auf Reichtum und Armut, auf Gebet, auf Wirtschaftlichkeit, auf Lehrverantwortung und Zukunftspläne. Jakobus fasst eine Menge heißer Eisen an, aber er beginnt mit Freude. Kurz ein paar Daten zum Jakobusbrief. Im Wesentlichen sind sich die Ausleger einig, dass er zwischen 50 und 70 nach Christus geschrieben wurde. Der Abfassungsort ist Jerusalem. Der Verfasser ist ein Halbbruder Jesu und er ist der Bruder von Judas, dem Verfasser des gleichnamigen Briefes. Die beiden sind nach der Auferstehung zum Glauben gekommen. Zur Zeit des irdischen Dienstes Jesu haben sie noch nicht geglaubt. Im Protestantismus hat der Jakobusbrief leider einen fast katholischen Ruf. Luther hat ihn Ströer, eine Epistel genannt, und zeitweise war er sich nicht mal sicher, ob der Jakobusbrief überhaupt zu den kanonischen Schriften gehört. Und deshalb steht dieser Brief bei uns Protestanten auch etwas weiter hinten im Neuen Testament. Luther hat allerdings später einige dieser Aussagen auch wieder relativiert und konnte dann doch dem Jakobus einiges Gutes abgewinnen. Das große Ärgernis des Jakobusbriefs besteht darin, dass er uns daran erinnert, dass die Pforte zum Himmel eng ist. Er zeigt uns, dass der Glaube ohne Werke nicht in den Himmel führt und dass Werke nicht notwendigerweise immer in den Himmel führen. Mit seinen Formulierungen knüpft der Brief an Petrus und Paulus an, aber auch an Jesus, im Besonderen an die Bergpredigt. Da findet man immer wieder einige Elemente hier. Und auch das apokryphe Buch Jesus Sirach hat einige Schnittmengen zum Jakobusbrief. Man spürt also dem Jakobusbrief sein jüdisches Umfeld deutlich ab. Wir werden im Verlauf der Bibelarbeit noch etwas über Jakobus selbst erfahren, aber zunächst bitte ich euch, mit mir Jakobus 1 aufzuschlagen und ich lese die Verse 1 bis 12. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt
und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ich möchte noch einmal beten. Jesus, und ich bitte dich, dass du auch diesmal hilfst bei dem Reden und bei dem Hören, dass du uns dabei segnest. Zeig du uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Jakobus beginnt den Brief knapp, sehr knapp. Er stellt sich vor, benennt die Adressaten, das sind die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung. Damit sind Israeliten gemeint, die im Umland von Israel lebten, also nicht im gelobten Land selbst, auch wenn sie von ihrer Abstammung her zum Volk Israel gehörten. Diese Zugehörigkeit wird unter anderem dadurch deutlich, dass sie einen Brief von Jakobus erhalten. Der war nämlich in Jerusalem, also im Zentrum des jüdischen Glaubens, da war er tätig und der Apostel Paulus benennt das auch ausdrücklich als dessen Aufgabe. Er tut das im Galaterbrief und schreibt dort, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollen. Galater 2, Vers 9 ist das. Es war also die Aufgabe von Jakobus, Kephas, das ist Petrus, und von Johannes, unter den Juden zu predigen, während sich Paulus um die Heiden kümmert. Und somit ist dieser Brief des Jakobus auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Paulus nennt ihn hier eine Säule und er identifiziert ihn auch ein paar Verse vorher dann als Herrenbruder. Galater 1, Vers 19, also ein Bruder des Herrn Jesus Christus. Jakobus selbst demonstriert uns hier etwas, das uns den ganzen Abend beschäftigen wird, nämlich einen Perspektivwechsel. Und zwar den Perspektivwechsel von sich selbst weg zu seiner Berufung hin. Da er weithin bekannt war, muss er nicht groß etwas über sich schreiben, aber das, was er schreibt, zeugt von einer großen Demut. Er nennt sich nämlich nicht Herrenbruder, sondern Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das, worauf es ankommt, sind hier nicht die familiären Bindungen, dass er zum Jesus-Clan gehört. Jakobus hat nicht darum etwas zu sagen, weil er Jesu Halbbruder ist, sondern weil er sein Knecht ist, weil Jesus Christus sein Herr ist. Das ist hier die Ausgangsposition. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, groß zuvor. Und damit leitet Jakobus sehr schnell unser Thema, überrascht von Freude, eine Frage der Perspektive, und zu unserem ersten Punkt über, der heißt, von Trübsal zum Triumph. Die erste Perspektive, die wir wechseln müssen, von Trübsal zum Triumph. Vers 2 bis 4, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Die lieben Brüder, die Jakobus hier anschreibt, sind die Verantwortlichen, die unter anderem auch selbst Lehraufgaben haben. Und diesen Brüdern schreibt Jakobus, dass sie sich in Anfechtung freuen sollen. Und wir fragen sofort, warum? Die Anfechtung und die Trübsale, die wir auf dieser Erde erleiden, die lassen uns ja im Regelfall nicht in Jubel ausbrechen. Und dennoch sind sie entscheidend für unsere himmlische Berufung. Damit wir uns richtig verstehen, dieser Perspektivwechsel von Trübsal zum Triumph ist kein billiger Selbstbetrug. Es geht hier nicht um irgendwelche gefotoshoppten Motivationssprüche, die durch die sozialen Medien geistern. Es geht hier auch nicht um die halb geschluchzt, halb gebrüllte Feststellung, dass es ohnehin besser sei, dass die Freundin abgehauen ist und dass man das neue Leben nun endlich wieder genießen könne. Nein, wenn Jakobus uns hier zu einer neuen Perspektive ermutigt, dann liegt das daran, dass wir die Wahrheit bisher nicht oder nur verschleiert wahrgenommen haben. Und daher jetzt die Frage, was haben wir denn übersehen? Das, was die Anfechtung bewirkt. Triumph. Die Anfechtung bewirkt die Bewährung unseres Glaubens. Dieser wirkt Geduld oder die Fähigkeit zum Durchhalten, das Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen wirkt Vollkommenheit. Das heißt, es wird besser mit uns und unsere Mängel werden beständig weniger. Das wiederum ist Grund zur Freude.
Die Perspektive, aus der wir die Anfechtung sehen, ist uns da meistens im Weg. Natürlich, die Anfechtung ist zunächst unangenehm. Wird man angefochten, steht man unfreiwillig in einem Kampf. Ob das nun innerlich ist und es um Gedanken oder Ängste geht oder wirklich um Anfeindungen von Dritten, das ist egal. Nichtsdestotrotz sind Anfechtungen ein Teil unserer Berufung als Christen. Und wir haben das willentlich bejaht, als wir Christen geworden sind. Das stand nicht im Kleingedruckten, sondern es wurde uns von vornherein versprochen. Ich nenne hier mal ein paar Beispiele, und zwar aus dem Mund Jesu direkt. Lukas 14, Vers 26 und 27, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der Begriff Hassen und Lieben und die Begriffe Hassen und Lieben sind im Deutschen unheimlich weit auseinander. In der Kultur, wo das herkommt, liegen die Begriffe dicht nebeneinander. Also da kann es sein, wenn ich mit zwei Personen rede und drehe der einen den Rücken zu und dem anderen das Gesicht, dann habe ich die eine Person gehasst und die andere geliebt. Es heißt also hier, dass ich die Interessen meiner ganzen Familie, der Leute, die mir nahestehen und meine eigenen Interessen hinten anstelle, um Jesus gehorsam zu sein. Und Jesus geht sogar so weit, dass er davon spricht, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Weil das bei uns so sprichwörtlich geworden ist, denkt man dann, ja, wir haben halt alle unser Kreuz zu tragen. Wer sein Kreuz auf sich genommen hat in dieser Zeit, war ein Verdammter, war ein zum Tode Verurteilter, der hat das Kreuz auf sich genommen, um da dran genagelt zu werden. Das heißt, um Christ zu werden, wird hier gefordert, sein Leben aufzugeben und sich den Widrigkeiten zu stellen. Weiter, wahrlich, wahrlich, also hier, das war Lukas 14, 16 bis 27 und er sagt in Johannes 12, 24 bis 26, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das sind zwei Beispiele aus dem Mund Jesu. Und das macht uns deutlich, dass es nie eine Option war, ohne Anfechtung Christ zu sein. Und somit sollte uns auch auf jeden Fall beunruhigen, wenn wir so gar nicht mit Anfechtungen zu kämpfen haben. Die Anfechtung ist ein Indiz für ein funktionierendes Christenleben. Ein Indiz, kein Beweis. Es kommt immer darauf an, wohin uns die Anfechtung treibt. Treibt sie uns von Gott weg in die Ablenkung oder in die Ablehnung, ist unser Glaubensleben wertlos. Ist die Anfechtung aber genau das, was uns ins Gebet und zu Gottes Wort, zur Bibel treibt, dann ist sie ein Grund zur Freude. Das Wort für Anfechtung, was die Bibel verwendet, Perasmus, das ist auch nicht prinzipiell negativ. Das kann eine Prüfung sein, aber auch eine Versuchung. Dem Glaubenden dient sie zum Segen, dem Ungläubigen zum Gericht. Es ist genau das, was Jesus in Johannes 15 beschreibt, als er von sich als dem wahren Weinstock spricht. Er sagte, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, also der Vater im Himmel, wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Johannes 15, 2. Wenn wir durch die Anfechtung nicht vom Weinstock Jesu weggenommen werden, weil wir eine schlechte Rebe sind, dann ist die Anfechtung das Mittel, das uns reinigt, das heißt den Ballast aus unserem Glaubensleben entfernt. Bei einem Weinstock und auch bei jedem Obstbaum muss man immer wieder überflüssige und schlecht gewachsene Triebe entfernen, damit die Pflanze keine Ressourcen an die unbrauchbaren Elemente verschwendet, sondern mehr Kraft in die Frucht steckt. Und die Anfechtung tut genau das mit unserem Glaubensleben. Sie entfernt das, was unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unsere Kraft schluckt. Aber das, nur das, was keine Frucht für die Ewigkeit bringt. Vielleicht hat der eine oder andere im vergangenen Jahr gemerkt, dass Tätigkeiten, die früher eine Menge Spaß gemacht haben, nun Trostlosigkeit verbreiten.
Bevor eine Menge Zeit und Kraft in den Konsum von Unterhaltung gesteckt wurde, sind alle Serien und Filme auf einmal nur das schmerzliche Zeugnis einer einstmals normalen Realität. Die Dinge, mit denen wir uns ablenken wollen, führen uns die ganze Zeit vor Augen, was wir nicht haben können. Sie sind, wie der Prophet Jeremia es genannt hat, rissige Zisternen, Brunnen mit Löchern. Sie verheißen, den Durst zu löschen, aber sie sind nicht in der Lage, lebensspendendes Wasser zu halten. Ganz anders ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die wir im Studium seines Wortes, im Reden mit ihm und in der echten Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern finden. Hier bekommen wir Trost. Und zwar bekommen wir Trost, weil wir unsere verhältnismäßig kleinen Probleme aus seiner großen Perspektive sehen. Wir gewinnen Abstand, wir gewinnen eine differenzierte Sicht auf die Dinge. Wir sehen neu die Verheißungen, die uns für die Ewigkeit und den Ausgang der Geschichte gegeben werden. Wir können im Gebet unsere Sorgen auf unseren Herrn werfen und damit loslassen. Und wir können uns von unseren Glaubensgeschwistern trösten lassen. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Wir können uns gegenseitig auf Gottes Wort aufmerksam machen. Und wir können zusammen beten. Das sind keine rissigen Zisternen. Wenn uns die Anfechtung in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn, treibt, dann versorgt er uns selbst mit Ruhe, mit Kraft, mit wirklichem Frieden und nicht zuletzt mit einer tiefen Freude, die kein Vergnügen, kein Konsum aufwiegen können. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bei mir findet ihr Ruhe. Die Gemeinschaft mit Jesus bewirkt Durchhaltevermögen. Schauen wir uns nochmal die Argumentation an, mit der Jakobus diese Freude begründet. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. In der Anfechtung bewährt sich der Glaube, nämlich dann, wenn er zu Jesus hin und nicht zu ihm wegführt. Und dieser bewährte Glaube wirkt Geduld, Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Und dieses wiederum, dieses von Jesus geschenkte Durchhaltevermögen, tut ihr Werk bis ans Ende, damit wir vollkommen und unversehrt sind und kein Mangel an uns sei. Die Anfechtung befreit uns von unseren Mängeln. Sie bewahrt uns davor, unsere Kraft mit Sinnlosem zu vergeuden. Sie hilft uns, sündige Gewohnheiten abzulegen. Und das bringt auch Freude. Der größte Freudenkiller ist die Sünde. Und wenn die Anfechtung uns dazu treibt, die Sünde abzulegen, schafft sie Freude. Natürlich ist die Anfechtung nicht das, um was wir allabendlich bitten. Im Gegenteil, wir bitten ja sogar: Führe uns nicht in Versuchung. Und das regelmäßig, mindestens einmal pro Woche. Trotzdem schafft die Anfechtung mehr Freude als ein Leben ohne Schwierigkeiten. Ich will das einmal mit einem Beispiel veranschaulichen. Ich arbeite im Büro und ich hasse es zu laufen. Es ist nicht so, als hätte ich was gegen Sport, sondern einfach nur die Lauferei. Da ich aber Büroarbeit mache, zudem viel im Auto sitze und auch sonst regelmäßig Zeit am Schreibtisch verbringe, muss ich was machen. Und jetzt stellt euch mal so einen Freitagabend vor, also einen zu Hause. Das Wochenende ist da, die häuslichen Pflichten erledigt und jetzt kann der schöne Feierabend kommen. Ich weiß, dass ich mich eigentlich noch bewegen müsste. Aber das Sofa, das warme Essen und ein im Kühlschrank befindliches Getreideerzeugnis sind fast übermächtig verlockend. Zu allem Überfluss fängt es auch noch an zu regnen. Dennoch, aufgrund meiner übermäßigen Willensstärke oder auch einfach, weil meine Frau überzeugend auf mich einwirkt, gehe ich raus laufen. Der Anfang ist grässlich. Bei uns geht es auch erstmal nur bergauf. Aber ich kämpfe mich durch. Irgendwann hört dann dieses lästige Kribbeln unter dem Kinn auf, dieser Eisengeschmack im Mund lässt nach und die Beine machen einfach, was sie sollen, ohne dass ich da groß was zutue. Später
froh, diesmal wieder etwas weiter gekommen zu sein als beim letzten Mal, stehe ich dann schwer atmend und zitternd unter der Dusche und freue mich jetzt zurecht und auch mit allem Wohlwollen meiner Frau auf den gemütlichen Feierabend, das Sofa, das warme Essen und das kühle Blonde. Die Freude, die ich jetzt nach der Anstrengung empfinde, übersteigt bei weitem das klein bisschen Vergnügen, das ich mit dem faulen Herumlümmeln auf dem Sofa erhalten hätte. Und so funktioniert das geistliche Leben. Die Freude wächst mit der Anfechtung und der Triumph mit der Trübsal. Das ist nur logisch, denn die Geduld bzw. die Fähigkeit zum Aushalten und das Maß der Vollkommenheit wachsen ja auch mit. Ähnlich wie beim Sport ist auch die Anfechtung ein Mittel, um noch mehr leisten zu können, um noch mehr zu wachsen und um noch mehr Freude zu erfahren. Ein Sieg über einen Profi wiegt schwerer als ein Sieg über einen Amateur. Aber weil die Größe der Freude und die Größe des Triumphs mit der Größe der Trübsal wachsen, müssen wir ganz nüchtern feststellen, dass es für uns zunächst gar nicht so freudvoll ist, auch wenn die Perspektive großartig ist. Aber die momentane Anfechtung ist alles andere als angenehm. Und die meisten Anfechtungen sind nicht so heroisch, wie wir sie uns gerne vorstellen. Viele davon kommen hinterhältig und unerwartet. Manche Anfechtungen kostet uns Freundschaften oder womöglich den Beruf. Und dabei leiden oder kämpfen wir meist nicht offen für Jesus Christus. Im Regelfall ist es nicht so, dass wir aufgefordert werden, unseren Herrn zu verleugnen oder ihm abzuschwören. Nein, die meisten Anfechtungen sind viel subtiler. Unseren Glauben will uns doch niemand nehmen. Aber die Konsequenzen, die uns unser Glaube abfordert, die sind doch fanatisch. Da haben wir uns doch verrannt. Gegen den Glauben hat vermeintlich niemand was, aber gegen den gelebten Glauben. Wir müssen verstehen, dass das Leiden für Jesus nicht nobel ist. Es ist schmachvoll. Nobel wird das frühestens in ein paar Jahrzehnten, womöglich erst in Jahrhunderten und auch nur dann, wenn sich irgendjemand dann noch an uns erinnert. Der Schreiber des Hebräerbriefs nennt das zum Beispiel. Er schreibt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine, also Jesu, Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, 13 bis 14. Außerhalb des Lagers meint hier so viel wie geächtet. Jesus wurde rausgezerrt aus der Stadt, rausgetrieben. Nicht, dass wir diese Ächtung aktiv herbeiführen sollen, aber sie wird, je stärker, je gehorsamer wir im Glauben sind. Und dafür müssen wir bereit sein. Jesus hat das folgendermaßen formuliert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, 37. Und angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass die Anfechtung um Jesu Willen vor den Augen der Welt nicht als ehrbar gilt. Martin Luther war ein Ketzer, der die Menschen verführte. Polycarp war ein Feind des inneren Friedens. Er hat dem Staat den Gehorsam verweigert. Paulus war ein Unruhestifter. Christen werden nicht wegen ihres Glaubens angefeindet, sondern für ihre vermeintliche Verbohrtheit. Dafür, dass sie aufgrund ihres Glaubens sich nicht allen Anordnungen des Staates beugen. Dafür, dass sie nicht, das muss ja jeder selber wissen, antworten, wenn mal auf irgendeiner Feierlichkeit über grundlegende Sachen diskutiert wird. Und da, wo es nicht möglich ist, vernünftige Gründe gegen die Christen zu finden, müssen Lügen her. Jesus hat das in der Bergpredigt angekündigt und hat die Leute, die das erdulden müssen, selig gepriesen. Gesagt, dass es zu allen Zeiten so war. Beim Abendmahl geht es um Fleisch und Blut Christi. Christen sind Kannibalen. Sie bringen die Gesellschaft in Verruf. Und so wird der Glaubensgehorsam zum Verbrechen. Begründete Kritik am Digitalisierungszwang und der Schutz der eigenen Kinder vor staatlicher Übergriffigkeit wird auf einmal zum Angriff auf das Kindeswohl. Und man kann nur sagen, George Orwell lässt grüßen. Anfechtung, zumindest die Anfechtung von außen, wird uns kaum die Chance geben, uns dabei gut zu fühlen. Meist sind unsere Widersacher verständnisvoll und wollen ja nur das Beste. Und meist sind wir diejenigen, die sich verrannt haben.
Meist sind wir dann auch noch in der Unterzahl und dann kommt zu der äußeren Anfechtung auch noch die innere Anfechtung in Form von Zweifeln, von Einsamkeit oder einfach von Unverständnis und fehlender Zuneigung. Selbst Johannes der Täufer hat im Gefängnis gezweifelt. Viele der Anfechtungen in christlichen Kreisen sind überaus diplomatisch. Konsens statt Gehorsam. Und diesen Anfechtungen können wir gar nicht standhalten, wenn wir nicht im Wort Gottes fest gegründet sind. Innere Anfechtungen können manchmal noch schwerer zu ertragen sein. Da ist der verzweifelte Kampf um die Seelen von Angehörigen und Freunden und es zeigt sich einfach keine Besserung. Da ist die Arbeitslosigkeit und auch die zigste Bewerbung hat einfach nichts gebracht. Da ist die Depression, die jede Herausforderung zu groß und jedes fremde Glück unerträglich macht. Manchmal sind es aber auch die Schreckensbilder unserer Vergangenheit, die uns nicht loslassen. Ihr habt ja letzte Woche die Strategie des Teufels studiert. Eine seiner Taktiken ist immer wieder das Aufrühren von Sünde. Auch wenn die schon längst vergeben ist. Die Bibel nennt ihn Verkläger der Brüder. Auch daran kann man innerlich zerbrechen. Eine Anfechtung vom Standpunkt der Gegner hat immer das Ziel, unseren Glauben zu zerstören. Und deshalb geht uns diese Anfechtung auch wirklich an die Substanz. In einigen Ländern dieser Erde bedeutet der Glaube echte Verfolgung und Tod. Die Trübsal der Anfechtung ist übergroß. Und gegen diese Größe haben wir keine Chance. Und dennoch fordert uns Jakobus zur Freude auf, weil der Triumph noch größer ist. Und weil die Anfechtung uns vollkommen macht und deshalb auch dieser Perspektivwechsel von der Trübsal zum Triumph, wir werden gleich noch sehen, worauf dieser Triumph rausläuft und wie diese überraschende Freude endgültig über uns hereinbrechen wird. Aber zunächst nimmt Jakobus hier nochmal sein eigenes Stichwort auf, ohne Mangel, und führt uns damit zum zweiten Perspektivwechsel auf der Jagd nach der Freude, und zwar von Ohnmacht zur Allmacht. Der erste Perspektivwechsel war von Trübsal zum Triumph, der zweite von Ohnmacht zur Allmacht. Verse 5 bis 8. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Anfechtung bringt uns an unsere Grenzen. Sie offenbart unsere Unzulänglichkeit. Aber gerade davon sollen wir ja loskommen. Wir sollen ja vollkommen und ohne Mangel sein. Und daher der Perspektivwechsel weg von unserer Ohnmacht hin zu Gottes Allmacht. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand stillt, so wird sie ihm gegeben werden. Vers 5. Wie hängt Weisheit und das Erreichen von Freude in der Anfechtung zusammen? Nun, zunächst muss eine Anfechtung bestanden werden. Nur so können wir darin Freude empfinden. Um die Anfechtung aber zu bestehen, benötigen wir Weisheit. Und eben diese Weisheit wird dem, der glaubend darum bittet, hier garantiert. Wieso? Zwei Dinge erfordern in der Anfechtung Weisheit. Erstens, überhaupt zu wissen, wie man sich in dieser Situation positionieren und verhalten muss. Zweitens, im Standhalten, den Blick von sich selbst weg zu Gott zu kriegen. Beides hat seinen Ursprung in Gott selbst. Er ist allein weise und er kann Weisheit vergeben und er vergibt sie an die, die ihn fürchten. Das sagt uns die Bibel schon im Alten Testament. Der bekannteste Vers dazu steht in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Ob jemand weise ist, hängt davon ab, ob er Gott fürchtet. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Die Weisheit selbst ist nicht der IQ,
ist auch nicht der Schulabschluss, sondern die Fähigkeit, Gottes Willen im Alltag Folge zu leisten, dadurch, dass man ihn erkennt und dadurch, dass man ihm gehorsam ist. In der Bibel gehen Weisheit mit Gottesfurcht und Torheit mit Gottlosigkeit Hand in Hand. Ein ganz einfaches Beispiel, es gibt in der Bibel zwei Leute, die haben beide dasselbe gemacht. Getreide geerntet, Scheunen abgerissen, größere gebaut. Dem einen wird gesagt, du Narr, und dem anderen wird gesagt, dass kein Mensch im Land gefunden wurde, der so weise ist. Obwohl beide das Gleiche getan haben. Aber der eine hat in seine Tasche gewirtschaftet und nicht mit Gott gerechnet. Er war gottlos, er war ein Narr, ein Tor. Der andere hat mit Gott gerechnet und hat das aufgrund seines Glaubens getan und der war weise. Sprich von Josef in Ägypten, der weise war, und in dem das Gleichnis vom Kornbauer, der ein Narr ist. Kurz zu dem Begriff Furcht. Um den Dr. James White zu zitieren, wenn die Bibel Furcht sagt, dann meint sie Furcht. Es geht hier nicht um Respekt oder um Andächtigkeit oder um Ehrfurcht. Das hat hier sicherlich auch seinen Platz, aber gemeint ist Furcht. Jesus macht das deutlich an einer Stelle, Lukas 12, da sagt er in Vers 4, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Wir Menschen fürchten uns am allermeisten, im Regelfall ist das so, vor dem Sterben. Vor dem Erlöschen unserer irdischen Existenz. Vor dem, was danach kommt. Vor dem, von dem wir nichts wissen. Und Jesus sagt hier in diesem Zusammenhang, dass das Sterben kein Grund zur Furcht ist im Vergleich zu der Furcht, die wir vor Gott haben sollen. Und das ist kein Respekt und keine Ehrfurcht. Das Neue Testament sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Und erst wenn wir das begriffen haben, dann haben wir die Möglichkeit, weise zu werden. Wenn wer zum Glauben an den lebendigen Gott kommt, der weiß, was Todesangst ist. Die leichte Bekehrung, die, wie Jesus das gesagt hat, das Wort sogleich mit Freuden aufnimmt, die billige Gnade ohne Umkehr, die gibt es nicht. Auch wenn nicht jeder eine große Geschichte dazu zu erzählen kann, wie er Christ geworden ist, erkennt die schauerliche Furcht, diese schauerliche Furcht vor Gott, diese Hilflosigkeit, dieses Ich kann hier nicht mehr weg. Und diese Furcht ist der Beginn aller Weisheit. Wir müssen das begreifen, damit wir auch in unserem Text das verstehen können, wo es hier drum geht. Wenn ich Gott fürchte, dann stelle ich ihn und seine Gebote über Menschengebote, das ist das, was Jesus vorhin erzählt hat. Wer nicht hasst, Frau, Kind und so weiter. Und mit dieser Gehorsamshaltung darf ich Gott um Weisheit bitten. Wenn ich bereit bin, Gott zu gehorchen, dann zeigt er mir auch, worin der Gehorsam besteht und hält auch im Gehorsam seine Hand über mir und meinen Blick auf ihn gerichtet. Und das Schöne ist, Gott nimmt uns diese Bitte nicht übel. Er schilt niemand. Wenn der Gottesfürchtige um Weisheit bittet, bekommt er keinen Vorwurf, sondern er bekommt Weisheit. Und diese Zusage ist an den Glauben gebunden. Es schreibt Jakobus in Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifel ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Verse 6 bis 8. Im Umkehrschluss heißt das, wenn jemand Gott nicht mehr fürchtet als die Menschen, dann braucht er ihn gar nicht zu bitten. Er hat nämlich nicht vor, weise zu handeln. Und das ist auch mit Zweifeln gemeint. Hermann Menge übersetzt ein Mensch mit zwei Seelen. Auch Gerhard Meyer tut das in seinem Kommentar. Ein Zweifler ist hier jemand, der sich nicht auf Gott verlassen kann, sondern gleichzeitig dem Zeitgeist und der Mehrheitsmeinung hinterherhinkt. Er hat zwei Standbeine.
Zwei Seelen. Kommt nicht erst von Goethe. Wenn man im letzten Jahrzehnt in Kreisen mit christlicher Ausrichtung unterwegs war, dann konnte man fast überall Leute finden, die einem erzählt haben, dass sie momentan viel zweifeln. Als ob das so schick wäre. Ich habe gerade so einen Zweifel auch. Ich zweifle also, glaube ich. Die Bibel nennt diese Zweifel Sünde. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das sind Worte von Jesus aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 24. Wir sehen da auch wieder diese Verbindung. Entweder du verlässt dich auf deine Finanzen oder auf Gott. Entweder du verlässt dich auf Menschen oder auf Gott. Entweder du richtest dich nach dem Zeitgeist oder nach Gott. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und auch Paulus präzisiert das und schreibt, wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Galater 1,10. Ein Mensch, der sich nicht auf Gott verlässt, nicht Gott gehorcht, der hat keinen festen Standpunkt und läuft jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterher. Jakobus vergleicht ihn hier mit einer Meereswoge, die von jedem Wind hin und her getrieben wird. Und dann schließt er, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Oder wir sagen heute Abend, ein Zweifler ist ohnmächtig. Jakobus will aber gerade unseren Blick von der Ohnmacht wegkriegen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, wir sind schwach. Aber das ist nicht das Mittel, mit dem wir der Anfechtung begegnen, sondern wir begegnen der Anfechtung mit Gottes Kraft und nicht mit unserer Schwachheit. Und darauf muss unser Fokus gerichtet sein. Die Bibel liefert uns dafür mannigfaltiges Anschauungsmaterial. Matthäus 14 zum Beispiel, wer das zu Hause nachlesen will, den lade ich da herzlich zu ein. Jesus läuft auf dem Wasser auf das Boot mit seinen Jüngern zu. Das führt berechtigterweise zu Furcht bei den Jüngern. Und als die sich dann etwas gefasst haben, will Petrus auf dem Wasser zu Jesus laufen. Und Jesus erlaubt es. Und Petrus klettert aus dem Boot und das Wunder geschieht, er geht nicht unter. Und dann macht Petrus den entscheidenden Fehler. Er lässt Jesus aus den Augen. Und dann schaut er sich den Sturm an und die Wellen ringsumher und dann gerät er in Panik. Und sofort sinkt er. Er schreit dann zu Jesus um Hilfe, der rettet ihn auch. Und dann tadelt er ihn als Kleingläubigen und fragt ihn, warum er gezweifelt hat. Da haben wir sie wieder. Petrus hat Jesus gebeten und dann den Blick von ihm weg auf die Umstände gewandt. Und genau das, sagt Jakobus, sollen wir nicht, wenn wir Gott um Weisheit bitten. Wir sollen uns nicht von unserer Ohnmacht dabei lähmen lassen, sondern von Gottes Allmacht leiten. Und daher Perspektivwechsel von der Ohnmacht zur Allmacht. Und diesen Gedanken des von sich wegblickens führt Jakobus dann noch näher aus. Und damit sind wir beim dritten und letzten Perspektivwechsel für heute Abend, vom Zeitlichen zum Ewigen. Also von der Trübsal zum Triumph, von der Ohnmacht zur Allmacht und jetzt vom Zeitlichen zum Ewigen. Verse 9 bis 12. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Arm und reich, niedrig und hoch, unbedeutend und einflussreich. Das sind die Kategorien, die Jakobus hier anführt, und er entlarvt sie sofort als das, was sie sind, nämlich zeitlich. Der Bruder, der niedrig ist, soll sich seiner Höhe rühmen. Welcher Höhe? Er ist niedrig. Die Höhe, die er in Jesus Christus bekommen hat. Er ist Kind Gottes. Jakobus schreibt hier an Brüder. Er ist ein Kind Gottes. Ihm sind die Sünden vergeben. Er ist Himmelsbürger. Das ist seine Perspektive, nicht seine Unvollkommenheit, seine Ohnmacht, seine irdische Armut, sondern die Höhe und den Reichtum, den er in Jesus Christus hat. Und der Reiche, der Einfluss hat, der soll sich seiner Niedrigkeit rühmen.
Inwiefern? Er ist ja auch Kind Gottes, er ist auch erlöst. Aber wie der Niedrige wurde er allein aus Gnade gerettet. Es ist nicht der Verdienst des Reichen, es ist nicht sein Einfluss, der ihn in das Reich Gottes bringt. Auch er steht als Bettler vor der engen Pforte. Und er fleht um Einlass und auch er wird sterben. Sein Einfluss hat ein Verfallsdatum. Den Blick auf Vergängliches und Zeitliches gerichtet zu haben, ist für Christen fatal. Ist auch für die anderen fatal, aber hier geht es um Christen. Erstens verleiht es zu Hochmut. Egozentrik ist in jeder Form immer Hochmut, egal ob Selbstüberschätzung oder Minderwertigkeitskomplexe. Und zweitens ist der Blick fatal, um in Anfechtungen zu bestehen. Wir haben ja gerade ausführlich darüber gesprochen, aber es muss uns klar sein, dass das immer noch der Kontext ist. Jakobus spricht hier immer noch von Anfechtung. Er hat in Vers 2 damit angefangen und die Klammer geht erst in Vers 12 zu. Jakobus spricht das hier also ausdrücklich nochmal an, wohin der Perspektivwechsel gehen muss, nämlich vom Zeitlichen zum Ewigen. Im Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, die ihn lieben. Selig könnte man, ja, glücklich ist ein bisschen wenig. Wenn Jesus jemanden glücklich preist, dann ist das ein Mensch, der triumphiert über alle Maßen. Und er sagt auch warum, weil er die Krone des Lebens bekommt und die ist ewig. Wenn Jesus jemanden glücklich preist, dann ist das immer jemand, der in der Ewigkeit landet. Also wenn ihr die Seligpreisung in der Bergpredigt euch anschaut oder so, da ist immer der Bezug zum Himmelreich oder der Bezug dazu, Gott zu schauen. Das ist nie rein irdisch. Die Krone des Lebens ist ewig, die Anfechtung nicht. Die Anfechtung ist nur Zwischenstation auf dem Weg zum Himmel. Sie ist das Mittel, um uns zu bewähren. Ihr habt sicherlich das Vorschaubild auf YouTube gesehen. Da wird Metall geschmiedet. Es wird erhitzt, es wird geschlagen, vielleicht auch gefaltet und tordiert. Aber es wird in Form gebracht. Es wird gehärtet. Es werden alle Schlacken entfernt. Es wird ein brauchbarer Gegenstand daraus, der den Schmied ehrt. Perasmos, ich habe das vorhin gesagt, das griechische Wort, das Jakobus hier für Anfechtung verwendet, kommt aus der Metallverarbeitung. Es bedeutet läutern. Das Metall wird erhitzt, bis es flüssig ist und die leichten Schlacken oben abgeschöpft werden können. Das lautere Metall kann dann verarbeitet werden und hat keine Schwachstellen mehr. Es ist, um es mit Worten von Jakobus zu sagen, vollkommen oder frei von Mängeln. Der Teufel will uns mit der Anfechtung versuchen und zerstören, aber Gott hat versprochen, seine Kinder nicht über ihr Vermögen hinaus zu prüfen. Wenn er prüft, dann will er uns läutern und er bringt uns immer gestärkt aus der Anfechtung hervor, wenn wir unseren Blick fest auf ihn gerichtet haben. Und dann? Dann wird er uns nicht nur in der Anfechtung mit Freude überraschen, sondern eines Tages mit Freude überwältigen. Die Bibel zeugt von diesem Tag, wenn für uns Christen die Ewigkeit beginnt. Der Prophet Maleachi verheißt denen, die Gott fürchten, dass sie vor Freude springen werden wie die Mastkälber. Ich komme von einem Bauernhof und wir haben jedes Frühjahr die Kälber und die Rinder wieder neu auf die Weide gebracht. Wer das mal gesehen hat, wie die sich freuen, wenn die das erste Mal im Jahr wieder rauskommen, der weiß, dass im Himmel schön ist. Jesus hat seinen Jüngern diese Perspektive auf die Ewigkeit auch mitgegeben und er sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn aber sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes Evangelium Kapitel 16, 20 bis 22. Und Paulus schreibt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.
und die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Vom Zeitlichen zum Ewigen. Ich komme zum Schluss. Jakobus hat gelebt, was er durch seinen Brief gelehrt hat. In die Geschichte ging er ein als Jakobus der Gerechte. Im Volk nannte man ihn Kamelknie, weil er so oft auf den Knien lag und für die Sünden seines Volkes Fürbitte getan hat. Auch Jakobus wurde für seinen Glauben angefochten. Man hat ihn auf die Zinne des Tempels gestellt und dann hat man ihm die Wahl gelassen, seinem Glauben abzuschwören oder hinuntergeworfen zu werden. Er blieb treu. Als man ihn hinuntergeworfen hatte und er noch nicht tot war, begann das Volk, ihn zu steinigen. Und dann nahm ein Mann, der dabei stand, ein Walkholz und schlug ihn damit tot. Jakobus hat die richtige Perspektive beibehalten. Und sein Leben und Sterben stellen uns vor die Herausforderung, in unserem eigenen Leben treu zu sein. Da die Intimität der Ehe nur ein Schatten der himmlischen Gemeinschaft ist und der Beziehung, die Jesus zu seiner Kirche hat, gehe ich davon aus, dass es auch im Himmel Raum für Geselligkeit gibt. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr trefft dort all die großen Glaubenshelden, also die ganze Hebräer 11-Liste, und dann hört ihr ihre Geschichte. Wie Jakobus von seinem Gebetsleben erzählt und davon, dass die Sadduzäer ihn gleich dreimal umbringen mussten. Und Johannes Huss erzählt lachend, was er für einen prächtigen Gänsebraten abgegeben hat. Was wird dann unsere Geschichte sein? Ein Netflix-Abend, weil wir nicht raus durften? Ein innerfamiliäres Einsiedler-Dasein, weil die Furcht vor dem Geschwätz der Nachbarn und der Kollegen größer war als die Furcht vor Gottes Gebot zur Gastfreundschaft? Ich glaube, dass wir gerade heute sehr viel mit falschen Perspektiven kämpfen. Wenn wir mal ehrlich überlegen, welches Thema unserer geschwisterlichen Gespräche oder welches Thema hat unsere geschwisterlichen Gespräche in letzter Zeit maßgeblich bestimmt? Ich wage zu behaupten, dass wir uns fast alle des aktiven Götzendienstes schuldig gemacht haben. Worüber haben wir gesprochen? War das Gottes Wort? War das Erbauung? War das Ermahnung? War das Trost oder theologische Erkenntnisse? Oder war es... Ich werde es heute Abend nicht aussprechen. Die Perspektive und der Adressat unserer Furcht waren in jedem Fall die falschen. Natürlich sollen wir nicht blind und dumm sein und mit dem Strom schwimmen. Aber wir sollen die Anfechtung als das erkennen, was sie ist. Nämlich Gottes Wirken an uns. Gott bereitet uns für die Ewigkeit vor, für die ewige Gemeinschaft mit ihm. Eine Ewigkeit in unaussprechlicher Freude. Und deshalb den Blick von der Trübsal zum Triumph, von der Ohnmacht zur Allmacht und vom Zeitlichen zum Ewigen. Das, was uns da erwartet, ist größer und schöner als alles, was wir uns hier vorstellen können. Und deshalb lasst uns die Ewigkeit im Blick behalten und nicht mit der falschen Perspektive uns im Hier und Jetzt verlieren. Wie Paul Gerhardt es gedichtet hat, ich wandere auf der Straße, die zu der Heimat führt, da mich ohne alle Maße mein Vater trösten wird. Die Bibel sagt, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Psalm 34, Vers 6. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.